Oh, oh. Ist das Alu oder Silber? Oh, ich weiß es nicht. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung. Es wird wieder Zeit für eine Folge Raw and Uncut mit Lech Sonde. Wo bin ich heute? Ich bin heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, auf einem Acker. Hinter euch ist der Acker, der auch in der Folge Doppelsilber, verlinke ich euch hier, vorkam und der überhaupt echt viele gute Funde rausgehauen hat und mit dem ich noch lange nicht fertig bin. Leider, leider ist der aktuell angepflanzt und ich kann nicht drauf, möchte dem Bauern da nichts kaputt machen. Das heißt, wir gehen heute einfach auf diesen hier, der ist direkt daneben und ja, das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Bei Raw and Uncut ist es so, kein langes Gequatsche und es gibt einen Timer und deswegen geht es jetzt auch gleich mal los. Ich ziehe mir die Handschuhe an. Hier kommt auf mein Köpfchen hoch. So. Der Timer ist an, heute mit Kapuze, weil es ist echt frisch heute. So, bevor es hier losgeht, gibt es einen Timer, 25 Minuten, der läuft jetzt. Ich laufe heute mit dem XP Ox im Coin Fast Modus. So, wir haben schon ein erstes Signal. Okay, bin ich jetzt ein bisschen unterbegeistert davon, aber wir werden sehen, was das wird. Ja, da drüben. Kam hier, glaube ich, mit 29 oder was der da jetzt. Okay. Jetzt denkt er sich, nö, also hier, nö. Mal gucken. Der Pinpointer. Ja, das habe ich leider relativ häufig, dass ich Signale angrabe mit dem Ox und dann sind die einfach weg. Also komplett. Aber dann, wenn ich mit dem Pinpointer reingehe, sind sie wieder da. Das sind Sachen, die wundern mich dann. Und verstehe ich nicht. Ich brauche gar nicht suchen. Schaut mal hier, da bin ich gerade mit dem... Ist das ein Stein oder was ist das? Ach, das ist ein Stein. Das sah jetzt aus wie eine Münze, weil der auch so grün ist. Aber das ist ja... Nö, das ist ein Stein. Und hier zeigt er mir aber nichts an. Naja, das ist ganz komisch. Hatte ich also durchaus schon öfter. Okay, hier irgendwo soll vielleicht was liegen. Es ist wahrscheinlich relativ klein. Ah ja. Und dann schauen wir mal. Ist das das hier? Ach ne, hier. Okay, es ist ein Stück Alu-Schnipsel, aber trotzdem, dass der XP Ox das nicht mehr aufgreift, finde ich schade. Obwohl ich auch schon, ich habe auch schon im Coin Fast Modus kleine Ohrstecker gefunden. So, hier sind wir jetzt im 74er Bereich. Das ist schon ein besseres Signal. Direkt daneben. Könnte natürlich jetzt auch wieder Alufolie sein, aber ist hier drüben drin. Ups. Da sehe ich doch was. Ein Wurstzipfel, jawohl. Ich grüße da den Sachsen-Sondler. Naja, das ist hier. Das ist ja so ein bisschen so ein Mäh-Signal, das will nicht so ganz. Aber ich schaue trotzdem nach, weil wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein Heißgetränk eurer Wahl. Und schon sind wir hier auf 69. Im besten Fall habt ihr einen Kaffee, einen leckeren. Okay, das ist noch ein bisschen am Rand hier. Jo, da sollte es jetzt. Oh nein, 69, klar. Abziehlasche wäre ich jetzt im
irgendeinem Spielplatz oder was unterwegs und wäre mir das klar gewesen, aber hier auf dem Acker. Das könnte vielleicht ein großes Eisenteil sein, weil das kratzt so ein bisschen. Und kommt relativ hoch vom Wert her rein. Ist bei 94. Jetzt schaue ich doch mal nach. Gefindete. Okay, es ist wirklich was Größeres. Der Pinpointer auf einer großen Fläche piept. Ah, hier. Was haben wir hier gefunden? Einen großen Erdnagel. Okay. Jo, den nehmen wir mit. Schmeißen den weg. Der Landwirt wird sich freuen, dass er sich nicht die Reifen zerfährt damit. Ja, wenn die irgendwie im Boden drin stecken. Und da fährt er mit seinem Bulldog drüber, dann kann es ihm schon mal so einen Reifen zerreißen. Ja, 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 okay, das nehmen wir natürlich auch mit. Ein ganz kurzes Signal. Mit 68. Könnte wieder eine Abziehlasche sein, aber das wäre ja... Okay. Okay, irgendwo da drin. Okay, hätte ich jetzt woanders verortet, aber gut. Dafür habe ich ja den Pinpointer. Hallo? Ist wahrscheinlich was Kleines. Na, hier. Da haben wir Unterteil von irgendeiner Patrone. Okay, Loch wieder zu. So. Und weiter geht's. Ja, also ich habe den Oxer jetzt doch schon ein paar Monate und bin also auch hochzufrieden mit dem Gerät. Schönes Signal. Zumindest aus der Einrichtung. Bin hochzufrieden damit. Geht mein Dank auch noch mal raus an den Zim. Wende ich euch mal ein, schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Macht auch schöne Sondelvideos und hat halt einen Detektorenshop. Und über den habe ich den besorgt, den XP-Ox. So, okay. Noch ein bisschen tiefer, okay. Leute, heute habe ich echt gute Laune. Ich musste heute ein bisschen suchen bei meinen ganzen Äckern, bis ich da was gefunden hatte, was frei ist. Weil irgendwie zur Zeit... Okay, muss ich nochmal... Ja, habe ich mich da jetzt so vertan? Zeigt es mir irgendwo da drüben an. Also manchmal merkwürdig. Tun wir das halt mal darüber schaufeln. Juhu, jetzt findet der Pinpointer auch mal was.
Das artet ja hier schon wieder in Arbeit aus. So. Okay, machen wir noch einen dritten Haufen. Okay, da irgendwo soll es jetzt dann sein. Ach hier, oh Mann. Ja, großes Eisen hatte ich ja schon vermutet. Eine Riesenmutter. Zack. So, fein, alles wieder zu. Puh, und weiter geht's. Ja, ich hatte bei dem Acker, der jetzt quasi hinter mir ist, Kapuze kann ich glaube ich runter tun, hatte ich auch so eine Ecke, da kam so viel Müll. Dann gehst du 5 Meter weiter mit dem Detektor und dann wieder nur schöne Sachen. Also das ist schon crazy teilweise. Ja, und über den Acker hinter mir ging halt auch ein Weg drüber. Nummer 74 bis 80 hoch. 80 ist gut. 80 gefällt mir. Schon draußen. Ha, so muss das. Was ist das hier? Grünes? Das ist da. Nee. Nee. Ah, hier. Münze. Oder Knopf oder was oder wie oder wer? Zinkmünze. Nee, Zinkknopf. Das Schlimmste. Okay, Knopf. Keine Ahnung. Ich habe letztes Mal hier einer drunter geschrieben hier. Knöpfe von wegen langweilig, weil ich doch mal so in meiner Leichtsinnigkeit gesagt habe, dass Knöpfe langweilig sind. Stimmt natürlich nicht. Knöpfe können auch spannend sein, wie gesagt, sobald man ein bisschen tiefer einsteigt in irgendeine Materie. Was Sondeln angeht, da hat doch jeder Fund irgendwo seinen Reiz. Oh hier, oh, 91. Ganz kurz und knackig, das gefällt mir. Der Boden hier, liebe Leute. Gucken, ob der Pinpoint schon was hin. Das ist relativ laut schon. Ja, hier. Ja. Also nochmal. Okay, erstmal hier das, die Kappe weg. Okay, da ist noch irgendwas. Vielleicht liegt er hier. Direkt der Schatz daneben. Ne, nur irgendeine, keine Ahnung, Eisenwurst. Zack. Okay. Aber das macht mir nichts. Weiter geht's. Haben wir schon viele Signale gehabt hier. Das wiederum spricht ja auch dafür, dass hier vielleicht noch was geht. Das ist ein weiches Signal. Aus der einen Richtung ja, aus der anderen nee, heißt nee. So war es zumindest beim Equinox immer. Okay, verspreche ich mir jetzt auch mal nichts mit 39. Kommt zwar ganz klar rein mit 39 und bleibt auch dabei. Aber gut. Sprechen tue ich mir nichts, aber wir gucken mal. Wir gucken. Nein, diese Folie. Folie. Ist da? Nö. Aber macht Doppelton. Das heißt, es könnte oben liegen.
Da kommt die nächste Folie oder was? Ja, Folie. Na gut. Ja, hier von dem Acker könnte ich durchaus auch mal, ich grabe alles Folge machen, weil hier ja nahezu jedes Signal recht gut ist. Ja, ich könnte mal mit der Sense noch ein bisschen hochgehen, habe ich jetzt gar nicht verändert hier. Weil der macht überhaupt keine Nebengeräusche. Sense habe ich auf 90 jetzt, gehen wir mal hoch. 95, immer noch nichts. 96. Na, jetzt kommt er langsam, okay. 97. Ja, merkt man gleich, da läuft er etwas unruhiger. Oh, hier. Ganz kurz, knackiges. Ah, und aus der Richtung nichts. Okay, das grabe ich jetzt aber. Hier nix. Okay, weil das interessiert mich jetzt, was das ist. Ich tippe auf Eisen. Okay, das kommt ja mal echt schlecht rein. Okay, kein Eisen. Sondern irgendwie, wahrscheinlich irgendein Metall. Keine Ahnung, irgendwas. Was weiß ich. Okay, aber dass so ein großes Teil so schlecht reinkommt mit so einem kurzen Signal, schon merkwürdig. So, hier haben wir wieder was Oberflächlicheres. Das ist bei 46. Das haben wir hier. Nee. Nee, er mag sich noch nicht zeigen. Muss ich hier nochmal prüfen. Ziemlich genau hier so. Jupp. 46 spricht jetzt nicht dafür, dass es was Gutes wird. Ja, weil hier haben wir schon Folie. Okay, na gut. Aber das macht nichts. Mir hat auch mal einer gesagt in den Kommentaren unten drunter, grabe jedes Signal bis 20 oder so. Und da ihr da draußen meistens besser Bescheid wisst wie ich. Ich muss kurz Nase schneuzen, das tut mir leid. Aber sonst müsst ihr euch das Gerotze anhören. Ja, und diese Folge von Ron Uncut wird supported von Tempo. Nicht. Okay. Zack. Ach Gott, weiter geht's. Also hier kann man sich über Signale nicht beklagen, aber zwar meistens Schrott, hier wird auch wieder Schrott kommen mit 58. Rein da, du Spaten! Draußen ist es, wunderbar! Haben wir das hier? Ah, ich glaube, ich sehe schon irgendeinen Rost. Oh oh, ist das Alu oder Silber? Oh, ich weiß es nicht. Das sieht mir jetzt aus wie Silber. Aber warum ist das so braun? Boah, ey. Wenn das Silber ist, das wäre der Wahnsinn. Die ist beide Seiten. Auf beiden Seiten kann ich noch was erkennen. Die ist nur ein bisschen verbogen. Aber die kriege ich wieder schön. Die kommt mir hier dazu. Und dann Silber bei Ron Uncut schon wieder. Ah, oh, Mensch, das häuft sich, es häuft sich. Ich schiebe alles auf den Orks, alles auf den Detektor. Der Detektor ist schuld. Ja, vom Leitwert her könnte es auch Silber sein. So Münzchen, so feine kommen durchaus mal
in den Bereich rein. Also bin ich jetzt schon gespannt. Okay, das ist hier so ein vier Eisen. Da. Bisschen Eisen und gut. Grabe ich mal, so aus um Erfahrung zu sammeln. Klingt ja echt gut, ist jetzt auf 84 runter. Vielleicht doch kein Eisen. Mal gucken. Oder vielleicht irgendwas mit Eisen. Ist auch ziemlich laut, könnte der Detektor schon finden. Was haben wir hier? Das ist nix. Diese. Wo ist denn das? Das ist irgendein Nupsi. Und ich betone ja immer wieder, Nupsi ist hier der Fachbegriff, Freunde. Ja? Fachbegriff. ...64 oberflächlich. Hallo Abziehlasche. Ah, nee. Ah, diese Röhrchen hier. Die finde ich immer wieder. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Finde ich ganz oft. Das sind so Röhrchen. Die werden. Sieht aus wie so ein Mini-Mundstück von einer Trompete. Keine Ahnung, was das ist. Ich schmeiß die immer weg. Wahrscheinlich ist es irgendwas total Wertvolles. Und ich, weil ich keine Ahnung habe von irgendwas. Ein kratziges 83er und geht runter bis auf 6. Na gut, wir gucken mal nach. Jo, jetzt nur noch Eisen. Sollte dann hier irgendwo liegen. Naja. Oder auch nicht, mir egal. Heute keine Grab-Alles-Folge, sondern eine normale Folge. Ah, hallo Aludeckel. Oberflächenfund, check. Geh mal weg hier, du. 25, 30. Naja, aus der einen Richtung 25 bis 30 und aus der anderen 42. Ja, sag mal. Dort drin. Aha. Machen wir es schon, das müsste das hier sein. Ein Stückchen Folie, okay. Flupp. Aus beiden Richtungen gleich schlecht. Okay, und liegt auch ganz auf. Ja, da haben wir die nächste Folie. Okay, also Folie, jo, läuft. Okay, 58, 62, das könnte was sein. 64 und ziemlich. Hier ist wieder so ein Röhrchen. Hier, ja, nächstes. Hier, seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist hohl. Ja, und es sieht so aus, wie es aussieht. Keine Ahnung.
Ne, also neun Leute, neun glaube ich echt nicht. Ja, hier nebendran ist übrigens auch der Acker, wo ich den Goldring gefunden habe. Die Folge kann ich auch mal hier verlinken, da, irgendwo da. '77 und klingt beschissen. Das heißt, es ist Folie. Ach komm. Schaue ich halt nach. Okay, jetzt sind wir auf 95 hoch. Was ist da los? Hier Folie, dann wird das jetzt, was ich jetzt hier grab, auch Folie sein. Oh Leute, der Timer ist fertig. Das ging ja schnell. Ja, gib mal Ruhe. Ja, das hier oder was oder wie? Okay, wir hören auf mit einem Blech. Okay, mit einem Blech hören wir auf. Alright. Ja, liebe Leute, das war die Folge Raw and Uncut. Ich glaube, das war Silber, was wir da gefunden hatten, und das hat sich doch rentiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, das übliche Kommentar, Abo und Daumen hoch nicht vergessen. Hilft meinem Kanal weiter, nach oben gespült zu werden. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, muchachos.